Eine Frau, ihr Herz schwer vom Anblick der streunenden Katze, stand wie angewurzelt. Ihr rotbraunes Fell war mit Schmutz verklebt, ihre Augen trüb vor Schmerz. Aber es war der Tumor, ein grotesker, bauchiger Wuchs, der ihr Gesicht entstellte, der ihr wirklich einen Schauer über den Rücken jagte. Er war riesig, bedeckte die Hälfte ihres Gesichts, und sie konnte sich nur vorstellen, welchen Schmerz er verursachte. Sie wusste, dass sie das arme Geschöpf nicht seinem Leid überlassen konnte. Sie wählte die Nummer, die sie auf einem Flyer über die Rettung von Streunertieren gefunden hatte. Bitte, bitte helft ihr, flehte sie mit erstickter Stimme. Die Freiwilligen, die an herzzerreißende Anrufe gewöhnt waren, waren seltsamerweise von der Verzweiflung der Frau gerührt. Sie kamen innerhalb einer Stunde an Ort und Stelle, ihre Herzen sanken beim Anblick der Katze. Sie war abgemagert, ihre Knochen waren unter ihrem zerfetzten Fell sichtbar. Sie schien sich ihrem Schicksal ergeben zu haben, ihren Kopf gesenkt, der Tumor eine erschreckende Erinnerung an ihr Leiden. Doch als sie sich näherten, zuckte die Katze nicht zusammen. Sie blickte sie mit einem Hoffnungsschimmer in ihren trüben Augen an, als ob sie ihre Absichten spürte. Sie nannten sie Nasi, und der Tierarzt beschloss, nach einer sorgfältigen Untersuchung zu operieren. Es war ein riskantes Verfahren, und sie waren sich nicht sicher, ob Nasi überleben würde. Die Operation dauerte Stunden, die Luft war dick von Spannung. Als sie vorbei war, war Nasis Gesicht roh und vernarbt, der Tumor verschwunden. Doch die Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Der Tierarzt musste den gesamten Bereich um die Wunde herum rasieren, was einen großen, kahlen Fleck auf ihrem Kopf hinterließ, der sie wie eine Miniaturlöwin aussehen ließ. Die folgenden Wochen waren ein verschwommener Mix aus Medikamenten, Antibiotika und sanfter Pflege. Nasi, trotz ihres Schmerzes und ihrer Verletzlichkeit, blieb bemerkenswert geduldig und widerstandsfähig. Sie trug den Schutzkragen fleißig, akzeptierte die Behandlungen ohne Beschwerden. Sie schien zu verstehen, dass sie jetzt sicher war und dass die Menschen um sie herum unermüdlich daran arbeiteten, ihr zu helfen. Dann, eines Tages, kam eine Frau namens Sarah ins Tierheim. Sarah trauerte um den Verlust ihrer geliebten Katze und spürte eine seltsame Verbindung zu Nasi, einer Katze, deren Leben so schwierig gewesen war wie ihres. In dem Moment, als sie Nasi sah, legte sich ein Gefühl des Friedens über sie. Sie wusste, dass dies ihre Katze war. Nasi, als ob sie Sarahs Absichten spürte, rieb ihren Kopf an Sarahs Hand, ihr vernarbtes Gesicht ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit. Sarah adoptierte Nasi und nahm sie mit nach Hause, gelobend, ihr die Liebe und Fürsorge zu geben, die sie verdiente. Heute hat Nasi ein neues Leben. Sie spielt mit ihren Spielzeugen, sonzig und schnurrt zufrieden in Sarahs Armen. Ihr Fell wächst wieder nach und bedeckt die Narben, die sie an ihre Vergangenheit erinnern. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.